Ja, Sandra Brücker, ein Sieg hin am Abend, aber im ersten Drittel hat es ziemlich lange gedauert, bis das erste Goal ist gefallen. Wieso hat es so lange gedauert? Ja, schwer zu sagen. Es ist natürlich auch ein guter Goal im Goal, der ein bisschen Nazi anspielt. Aber ja, wie im ersten Drittel einen super Job gemacht, eigentlich noch mehr in die Zone gespielt. Und wir wussten, dass wir Geduld müssen haben müssen, aber dass das Goal wird kommen. Und sicher schön war es, dass wir vor dem ersten Drittel kurz vor Schluss noch das Goal schiessen können. Hin am Abend hat es sehr viele Strafen gegeben und die Emotionen sind teilweise sehr hoch gegangen. Es heisst zwar Pre-Playoffs, aber ist das heute schon fast ein Playoff-Feeling gewesen? Ja, also ein bisschen sicher, ja. Und vor allem eben bei Aska, die nichts zu verlieren. Die wissen, also wie sie Favoriten, die nichts zu verlieren. Und die wie gewusst, dass sie hart werden kommen und dass sie auch ein bisschen dreckeln werden. Und auf das müssen wir sicher am Freitag uns auch mal vorbereiten. Dankeschön. Merci.